gedreht. Und ich lach ihm zu, prima, den nehm ich nach Hause mit. Und dann lehne ich mich zurück und lass dem Mann den ersten Schritt. Mir geht's so gut, weil ich ein Mädchen bin. Weil ich ein Mädchen bin. Wo und wie habt ihr euch kennengelernt? Also, wir haben uns in der Berliner S-Bahn kennengelernt. Das war so. Das war ungefähr vor 2 Jahren. Und Goldie saß mir gegenüber mit einer Ukulele auf dem Schoß. Und die sah so lustig aus, dass ich ihn unbedingt ihn ansprechen musste und fragen musste, was ist das für ein komisches Teil? Weil es war auch etwas größer als eine normale Ukulele. Mhm. Und er sagte, ja, das ist eine Quadro aus Venezuela. Dann sind wir ausgestiegen, haben erstmal noch Savini-Platz, welcher irgendwie ein paar Stationen von hier ist. Mhm. Und haben angefangen zu spielen. Mhm. Und auf einmal ging das kam gut. Dann, das ging tierisch gut und wir haben auch gleich ein Stück geschrieben zusammen. Unterwegs? Also auf dem S-Bahnhof, bis dann die S-Bahn, also nicht Polizei, aber diese S-Bahn-Kontrolleure kamen und uns mitnahmen, weil wir keine S-Bahn, BVG, Musizierspiel, weiß ich nicht, 10 Marks Erlaubnis hatten. Was denn bei Männern in der S-Bahn zuerst? Ist doch klar. Ne? Ich meine, es kommt drauf an, wie sie sitzen. Also wenn sie sitzen, dann kann ich ja nicht auf den Hintern gucken. Genau, sonst normalerweise immer auf die Ukulele. Aber wenn sie keine Ukulele haben, dann auf den Hintern. Aber wenn sie sitzen, dann natürlich irgendwie so ins Gesicht. Und ich denke, es wäre so schön, morgens immer dich zu sehen. Oh, Süßer, bleib einfach hier. Was hast du für ein Bild von Männern? Was sind deine Lieblingsvorurteile? Oh weia, meine Lieblingsvorurteile. Oh, naja, mein liebstes gar nicht Vorurteil. Also wo ich denke, es ist eine Tatsache, dass Männer und Frauen ständig irgendwie eigentlich gar nicht füreinander geschaffen sind und eigentlich nur aneinander vorbeireden. Aber das ist ja gerade das Schöne daran. Also wenn ein Mann sagt, ich will jetzt gar nicht mit dir reden, dann rennt die Frau immer hinterher. Aber sag doch was, sag doch was. Und wenn, also, umgekehrt gibt es genauso. Schande über Schande! Schande, ein Schande, dass ich nicht schön geboren bin. Schande über Schande, bin ja schön, weiß ich nur nicht. Ich bin Luzi. Ja, und ich bin Electric. Ach nee, nein. Irgendwie war das falsch, aber ist egal. Zusammen sind wir auf jeden Fall Luzi Electric. Ja, und ihr guckt Television.